Da stellt sich ja manchmal die Frage, woran arbeiten wir hier eigentlich? Was ist eigentlich ein Unternehmen? Was ist das, was wir hier die ganze Zeit in diesem Tanz eigentlich veranstalten? Und die Definition, die uns eigentlich immer ganz gut passt, ist, wir sagen eigentlich, ein Unternehmen ist nichts weiter als ein soziales Konstrukt von Menschen, die an der Lösung eines Problems arbeiten oder die auf ein gemeinsames Ziel hinlaufen. Und die Frage ist dann aber doch, was passiert denn eigentlich, wenn so ein Unternehmen gegründet wird? Wie kommt das zustande und wie werden überhaupt Produkte gemacht auf einem ganz, ganz, ganz großen Meta-Level? Denn es ist meistens gar nicht so, dass da irgendwie eine super Idee bei den meisten Unternehmen hintersteckt, die dann irgendwie gefundet wird und dann geht das Ganze direkt durch die Decke. Sondern meistens ist es so, dass eine gewisse Problematik besteht für eine gewisse Person oder eine Personengruppe. Und der Unternehmer hat entweder Domain-Expertise, hat dieses Problem selber gehabt oder findet durch Research heraus, dass dieses Problem besteht und entscheidet sich, dieses Problem zu lösen. Wenn der Unternehmer jetzt erfolgreich genug ist, dieses Problem zu lösen und die Zielgruppe gewillt ist, Ressourcen einzusetzen, um ihr Problem zu lösen und das nicht selber zu machen, entsteht im Grunde genommen ein Markt. Ja, jemand bietet etwas an, eine Problemlösung und es gibt einen Abnehmer. Ja, diese Person ist bereit, Ressourcen, zum Beispiel finanzieller Natur, einzusetzen, um jemand anderen mit seinen Produkten und Services dafür zu bezahlen, dieses Problem zu lösen. Ein Markt entsteht. So, sobald jetzt dieser Markt entstanden ist, kommt eventuell eine Transaktion zustande. Im B2B ist es normalerweise durch Sales, im B2C-Bereich kann das durch viele verschiedene Interaktionen sein. Online-Shops, du gehst in den Supermarkt, kaufst dir die Avocado, weil du gerne dein Brötchen mit Avocado beschmieren willst. Aber diese Transaktion findet in irgendeiner Form immer statt. Nämlich da, wo eine Zielgruppe, die ihr Problem lösen will, die Ressourcen zur Verfügung stellt für die Person, die Produkte und Services anbietet. Und diese Transaktion muss in irgendeiner Form gestaltet werden. Ja? Im B2B machen wir das viel über Menschen. Ja? Im B2C-Bereich gibt es Online-Shops, Supermärkte oder andere Art und Weisen, die höher automatisiert sind. Jetzt ohne diese Transaktion kann im Grunde genommen überhaupt kein Geschäft bestehen. Diese Transaktionen sind signifikant wichtig dafür, dass der Austausch von Ressourcen stattfindet. Und der Witz ist, die Unternehmen, die wachsen, finden einen Weg, diese Transaktion, die durch den Austausch von den Ressourcen entsteht, die das Problem lösen, die diesen Unit Case immer und immer wieder wiederholt kriegen. Und idealerweise mit einem Profit. Das heißt, der Unternehmer bietet seine Leistungen und Produkte an, gegen die Ressourcen vom Abnehmer und behält dabei etwas für sein Unternehmen, was er reinvestieren kann. Was haben wir jetzt also für Möglichkeiten, Unternehmen wirklich erfolgreich aufzubauen? Es gibt jetzt verschiedene Bereiche, auf die man sich fokussieren kann. Aber am Ende ist es alles nur eine Ressourcenfrage. Ja, ich erinnere mich immer zurück, als ich noch Maschinenbau studiert habe und Thermodynamik hatte. Am Ende ist es immer nur eine Frage von Energien und Ressourcen. So. Die erste Möglichkeit ist, ein Unternehmen möglichst erfolgreich aufzubauen, ist natürlich zu gucken, okay, man fokussiert sich jetzt nur auf Service und Produkt zum Beispiel. Man möchte das Service- und Produktlevel so gut haben, dass man keine Competition hat oder keine Konkurrenz und man auf jeden Fall immer Abnehmer findet. Das ist jetzt eine Strategie. Eine andere Möglichkeit ist es, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Red Ocean schon ist, ja, wenn man viele Abnehmer hat, aber auch viele, wenn der Markt besteht und du viele Abnehmer hast, aber gleichzeitig auch viele Marktbegleiter. Was für Möglichkeiten hast du dann? Naja, dann könntest du vielleicht die gleiche Leistung für dich selber mit weniger Ressourcen produzieren. Das heißt, du findest einen effizienteren Weg, ein schnelleres Vehikel, mehr Technologie, um hier zu arbeiten. Und der dritte Teil ist neben Produkt und Fokus auf gewisse Outputs und Operations, also wie liefert ihr das Produkt? Sales und Marketing. Ja, wie kriegt ihr das Produkt in den Markt? Wie schafft ihr es und zu welcher Ressourcenintensität schafft ihr das, die Transaktion, von der wir gerade gesprochen haben, abzubilden? Also Sales und Marketingkosten sind hier ebenfalls ein großer Hebel. Wenn ihr all diese drei Bereiche beherrscht und auch Kontrolle darüber habt, habt ihr eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass euer B2B-Geschäft erfolgreich wird. Das ist bloß nicht immer so ganz einfach. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Wenn ihr nicht weitere Videos verpassen wollt, hit the Subscribe-Button und drückt die Glocke für weitere News aus dem B2B-Sales-Bereich.